Hallo, liebe Freunde und Freunde der Brettspiele. Ich bin André und ihr seid hier bei Auf den Tisch, meinem YouTube-Kanal zu allem rund um Brettspiele und Sammelleidenschaft. Und ich begrüße euch heute ganz herzlich zu einem Solo-Let's Play von Tequila, einem Roll-and-Ride-Spiel von Ruben Hernandez. Das ist letztes Jahr bei Primigenio und die dustin erschienen, also in 2023. Habe ich mir auf der Spiel 2023 gekauft, weil das fand ich ein nettes roland Ride-Spiel, das vor allem auch optisch, finde ich sehr, sehr schön. Das hat eine tolle Farbpalette. Aber das nur nebenbei, aber das Auge spielt natürlich auch mit. Ja, und das möchte ich euch heute einfach mal zeigen, wie das so funktioniert. Das Solo-Spiel ist tatsächlich auch gar nicht so fürchterlich anders als das Mehrpersonenspiel. Es gibt nur so ein paar Punkteoptionen, die etwas eingeschränkter sind. Aber dazu kommen wir dann gleich noch. Ganz grundsätzlich funktioniert das Spiel aber wirklich fast genauso, als wenn man es mit mehreren Personen spielt. Außer dass ich halt immer Startspieler bin und die Würfel würfle. Und ich habe ja auch keinen Bot oder sowas, gegen den ich spielen muss, sondern es geht für mich im Grunde genommen einfach nur darum, möglichst viele Punkte zu machen. Ja, ähm, bei den eingeschränkten Punktemöglichkeiten, ich zeige euch mal ganz kurz, worum es hier insgesamt geht. Wir haben hier unsere Farm, auf der können wir Zäune errichten, um dort die Ressourcen zu bekommen, die man hier so sieht. Wir haben hier unser Gelände, wo wir verschiedene Produktionsanlagen bauen können. Also Agavenfelder, aber auch einen Ofen oder eine Destille können wir hier hinsetzen, um Ressourcen äh, produzieren zu können. Aber auch die Möglichkeit zu haben, bestimmte Tequila-Sorten äh, überhaupt erst herzustellen. Hier oben sammeln wir alle möglichen Ressourcen, können dafür kleine Boni bekommen. Hier auf der Geldleiste gibt es auch verschiedene Boni und ganz viele Punkte auch zu ge gewinnen. Und dann hier unten in diesem Bereich haben wir den Markt. Da können wir Sachen für Punkte verkaufen. Und hier unten können wir Tequila herstellen. Und das werden wir insgesamt so machen. Und äh, es gibt so ein paar Boni, da geht es eigentlich darum, wer die als erstes erreicht. Hier auf dem, auf dem Bereich, wo wir hier Gebäude bauen, da kann man immer Punkte bekommen, wenn man hier einen Bereich zuerst füllt. Da haben wir keine Konkurrenz, das muss ich einfach nur schaffen. Aber es gibt hier bei dem Markt und bei der Tequila-Herstellung. Gibt es jeweils einen Wettbewerb eigentlich darum, wer die meisten Marktfelder bestückt oder wer den meisten Tickier der verschiedenen Sorten hier braut? Und da gilt es, ich muss hier bei den Marktfeldern muss ich 14 angekreuzt haben, um die 14 Punkte vom zweiten Platz zu bekommen. Den ersten kann ich nicht erreichen. Und bei den vier Tequila Sorten, die ja, werden immer komplexer, also wir brauchen immer mehr von den Gebäuden, aber wir brauchen auch andere Ressourcen, wenn wir die höherwertigen herstellen wollen. Bei denen muss man mindestens sechs Stück hergestellt haben, um die Punkte für den zweiten Platz zu bekommen, die hier zu sehen sind als Bonus. Ansonsten ja, muss ich tatsächlich mit dem Punkt klarkommen die ich von den Tiki selber erreicht habe. Ja, das aber tatsächlich auch schon hier die einzige Abweichung. Alles andere geht ganz normal wie im Spiel und ich würde sagen, das zeige ich euch jetzt einfach, während ich spiele. Ich werde insgesamt acht Runden spielen, das sind hier diese acht Sonnen und ja, währenddessen werde ich ganz viel machen. Mal schauen, wie es laufen wird. Ich spiele hier die A-Seite, sowohl von unserem Chimador, Ort, ähm, als auch von dem Fass, wo ich gleich die Aktionswürfel hinlegen werde und kleine Boni bekommen würde, äh, werde. Aber ähm, die kann man auch umdrehen, um das ein bisschen asymmetrischer zu machen. Ähm, aber das lassen wir heute erstmal weg. Gut, ja, eigentlich würde ich sagen, legen wir los mit der ersten Runde. Und zu Beginn einer Runde würfelt der Startspieler, die Startspielerin einfach die Würfel. Das mache halt jetzt immer ich. Das ist eine 4 und eine 5. So. Die lege ich jetzt hier hin und alle bekommen die Bonusressourcen, die hier neben den Würfeln zu sehen sind. Für diese fünf also hier eine Agave. Die markiert man immer mit so einem senkrechten Strich. Wenn man sie benutzt hat oder ausgegeben hat, dann macht man dann noch einen Querstrich durch, um zu sehen, dass man die ausgegeben hat. Aber so habe ich jetzt erstmal eine Agave bekommen. So, die Würfel, die bestimmen jetzt darüber, welche Aktionen ich bekomme. Und zwar entweder die... Zaunaktion um hier auf meiner Farm Zäune zu ziehen, oder die Bauaktion, um hier unten Gebäude zu bauen. Und in diesem Falle habe ich zwei Würfelaktionen äh, zwei Bauaktionen bekommen durch die Würfel und einen dritten Würfel darf sich jede Person immer noch dazu denken. Und das darf ich jetzt natürlich auch im Solo-Spiel. Und jetzt könnte ich mir da noch eine dritte Bauaktion dazu wünschen. In dem Falle, das seht ihr hier auf dem Board, bekomme ich dann sogar noch eine Ressource dazu. Ich kann mir aber auch als dritten virtuellen Würfel noch eine Zaunaktion wünschen. Und da kann ich jetzt halt schauen, ob ich damit vielleicht was erreichen könnte. Ich bekomme diese Ressourcen nämlich immer erst, wenn ich ein Gebiet komplett umzäunt habe, also komplett umschlossen habe. In so einem umschlossenen Gebiet darf maximal ein Haus dabei sein. Und ja, wenn ich das komplett umzäunt habe, dann bekomme ich die Ressourcen, die auf den Feldern zu sehen sind. Mit vier bekomme ich aber leider nichts hin und dann würde ich doch tatsächlich gerade überlegen, ob ich nicht wirklich den dritten Würfel noch zu einer Bauaktion mache, um einfach eine Bonusressource zu bekommen und damit vielleicht schon ein bisschen was bauen zu können. Das sollte doch klappen, weil wenn ich mal so schaue, irgendwo schon mal ein Agavenfeld zu bauen und dann auch schon mal einen Ofen, das könnte doch Funktionieren. Ja, dann wünsche ich mir noch einen dritten Bauwürfel dazu. Und dann würde ich sagen, fange ich mal an und nehme mir erstmal als Bonusressource, ähm, sagen wir mal, noch einen Arbeiter. Ja. Nehme ich noch einen Arbeiter dazu. Und dann fange ich an und werde als erste Bauaktion baue ich mal ein Agavenfeld. Ja, das klingt doch sinnvoll. Mit einem Agavenfeld anzufangen. Und zwar fange ich damit, ich glaube, hier an. Ja, hier bei dem Esel. Das klingt doch noch eine Idee. So, ihr seht hier, was ich ausgeben muss an Ressourcen. Das sind also zwei Agaven, die ich ausgeben muss. Hier sieht man die Form des Gebäudes oder ja, Agavenfeld ist natürlich kein Gebäude an sich, aber ihr versteht schon. Und wie ihr euch wahrscheinlich schon denken könnt, bekomme ich die Ressourcen da, wo ich ein Gebäude hinsetze. Und das ist in diesem Falle ein Esel. Das könnte vielleicht noch ganz praktisch werden gleich. Und hier oben seht ihr noch, was ich in der Produktion bekomme. Immer am Ende der Runde bekomme ich nämlich noch meine Produktion. Und hier brauche ich, für, äh, brauche ich zwei Agavenfelder, um eine Agave zu produzieren. Das klingt erstmal nicht nach viel, aber das läppert sich schon ein bisschen. Und es gibt ja hier auch noch so kleine Boni, wenn ich halt weitere Ressourcen bekomme. Okay, das war die erste Bauaktion. Jetzt wäre es auf jeden Fall noch sinnvoll einen Ofen zu bauen, weil der gibt ein extra Wasser, wenn er mit einem Agavefeld verbunden ist und zwei Öfen geben auch eine Wasserproduktion. So, dann würde ich doch sagen, ja, baue ich als zweite Bauaktion hier auch direkt einen Ofen dran. Und da male hier so ein Ofensymbol dazu, um das zu markieren. Das kostet mich einen Esel und einen Arbeiter. Und da ich es direkt mit einem Agavenfeld verbunden habe, bekomme ich dafür ein Wasser. Das ist doch eine gute Sache. So, und jetzt könnte ich natürlich überlegen, ob ich nicht tatsächlich gleich noch einen weiteren Ofen baue, auch wenn ich den jetzt noch nicht mit dem Agavenfeld verbinden kann. Aber mit einem weiteren Ofen würde ich noch ein Wasser, eine Wasserproduktion bekommen. Und das ist doch vielleicht gar keine schlechte Idee. Ja, das mache ich so. Und zwar werde ich das hier hinsetzen. Das ist vielleicht erstmal, ach nee, wobei, nee, hier bringt das doch erstmal nichts. <laughs> Machen wir das so. Und ich könnte jetzt hier hingehen, um noch den Arbeiter hier einzusammeln. Hier ist, glaube ich, nicht so hilfreich von der Form her. Ja, ich würde doch sagen, das versuchen wir mal. Ja, ich setze hier noch einen zweiten Ofen hin. So, und dann bekomme ich hier noch einen arbeiter aber ich muss auch noch einen arbeiter und einen esel ausgeben. so das waren jetzt meine drei bauaktionen. zusätzlich darf ich in meinem zug für diese zahnräder die ich hier habe noch freie aktionen machen und ich darf auch jederzeit vier beliebige ressourcen ausgeben um eine weitere zusätzliche aktion zu bekommen. jede aktion die ich am ende des spiels nicht ausgegeben habe gibt mir einen punkt aber die freien aktionen sind wirklich wertvoll. deswegen möchte man die eigentlich in der regel ausgeben. Und ja, jetzt habe ich hier zwei Aktionen. Was ich damit machen kann, ist entweder ich kann hier auf dem Markt aktiv sein oder ich kann Whisky herstellen. Und da ich schon einen Ofen gebaut habe, kann ich hier so eine einfache Whisky-Sorte auch tatsächlich herstellen. Das kostet mich, also ich brauche dafür mindestens einen Ofen und ich muss dafür ein Fass ausgeben. So, ich kann aber auch hier auf dem Markt aktiv sein. Und ja, da der hier auch noch ein paar Schöne Möglichkeiten bietet, um nette Boni zu bekommen. Würde ich doch mal sagen, gehe ich hier lang, beziehungsweise äh, ich werde, weil ich hier gerade keine Ergabe habe, ich werde erstmal hier einen Arbeiter ausgeben und werde dieses Marktfeld nutzen. Und das war meine erste freie Aktion. Und ich werde Komm, ich bleib auf der, auf der Marktschiene, weil Wasser bekomme ich gleich noch. Und gebe hier auch noch dieses Wasser aus. Okay, das war meine zweite freie Aktion. Und damit ist die Runde vorbei. Und äh, ja, am Ende der Runde bekomme ich jetzt hier meine Produktion. Aktuell ist das ein Wasser, weil ich zwei von den Öfen habe. Das markiere ich mir hier entsprechend. Hätte ich jetzt noch ein zweites Agavenfeld, würde ich auch schon eine Agave produzieren, aber das hat diese Runde noch nicht geklappt. Okay, das war die erste Runde, ab in die zweite. Also, ihr seht eigentlich ganz einfach: So, diesmal machen wir die große Einzäunrunde. Eine 1 und eine 3, das sind beides Zaunaktionen und für die 3 bekomme ich noch einen extra Arbeiter. Das ist doch schon mal nett. Okay, dann nehme ich mir diesmal nehme ich mir tatsächlich noch eine dritte, noch einen dritten Würfel hier. Mal gucken, mit 1, 2, 3, 4, 5, 6 bekomme ich leider kein ganzes Gebiet eingezäunt. Schauen wir nochmal etwas kleiner: 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dann könnte ich noch einen offen lassen, weil zwei Agaven wären auch schön. In zwei. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Und dann könnte ich nämlich mit der zweiten, mit, mit dem dritten Würfel mir einfach eine Bauaktion nehmen und dann tatsächlich noch ein Agavenfeld bauen. Ja, das werde ich machen. Das mache ich so. Okay. Also. Ich habe 6 Säune zur Verfügung. Ich mache 1, 2, 3, 4, 5 und den sechsten setze ich mal hier hin. Okay. Ein bisschen dicker, damit ihr das auf der Kamera ein bisschen besser seht, glaube ich. So. Okay, jetzt bekomme ich diese beiden Agaven, weil ich die komplett eingezäunt habe. Und dann, wie gesagt, als dritten also als virtuellen Würfel nehme ich dann noch eine Bauaktion und dafür baue ich ein weiteres Agavenfeld und das setze ich hier unten hin, denn dann ist das auch wieder direkt mit dem Ofen verbunden, was wieder ein Wasser gibt. So, hier ist jetzt dieses Feld noch frei, das müsste ich noch belegen, um hier den... Ähm, die, die Punkte zu bekommen. Da könnte ich dann später noch eine Straße reinsetzen. Straßen, da baut man immer zwei Stück von. Die müssen mit anderen Gebäuden verbunden sein, bzw. die sorgen auch für Verbindung und die kosten einfach zwei beliebige Ressourcen. So, jetzt habe ich aber die beiden Agaven erstmal für das Agavenfeld ausgegeben. Ich bekomme das Wasser für die Verbindung und dann sind meine Standardaktionen fertig. Jetzt kommen noch die freien Aktionen. Und jetzt habe ich wieder keine Agave, um hier auf dem Markt aktiv zu sein. Aber das ist nicht schlimm. Ich werde eine der Aktionen ausgeben, um hier mit einem Fass schon mal einen Whisky herzustellen. Äh, Whisky? Warum komme ich immer auf Whisky? Tequila natürlich. Ich trinke pur, zumindest lieber Whisky. Tequila eher in Mixgetränken, muss ich gestehen. Aber ich habe auch, glaube ich, noch keinen wirklich guten Tequila vorgesetzt bekommen. <laughs> Aber das nur am Rande. Gut, ähm, ja, meine zweite freie Aktion werde ich jetzt, glaube ich, erstmal nicht nutzen. Denn hier auf dem Markt kann ich damit gerade nicht aktiv sein, weil ich hier keine passenden Ressourcen gerade übrig habe. Und mir fehlt auch ein weiteres Fass, um hier noch ein Whisky, äh, Whisky. Ich komme immer wieder auf Whisky. Es ist fürchterlich, auch ein Tequila herzustellen. Deswegen. Ja, werde ich da erstmal Schluss machen mit der Runde. Und dann bekomme ich jetzt noch mein Einkommen. Ich habe einmal eine Agave für die beiden Agavenfelder und ich habe ein Wasser für die beiden Öfen. Oh, dann auf in die dritte Runde. So, diesmal bekommen wir eine Mischung: eine 3 und eine 6. Einmal ein Arbeiter und einmal ein Esel. Und ich werde auf jeden Fall natürlich die Bauaktion gleich nutzen. Aber ich glaube, als dritten virtuellen Würfel nehme ich mir, glaube ich, Zäune, weil mit 1, 2, 3, 4 Zäunen bekomme ich nichts hin. Aber mit 6 Zäunen geht das schon mehr. Ja, dann nehme ich erstmal die Zäune. 1, 2, 3, 4. 5, 6, Das gibt mir einen Arbeiter, eine Agave und eine Münze und die gibt mir gleich noch eine beliebige Ressource und dann nehme ich, äh, nehme ich da ein Fass. Das wäre, glaube ich, ganz gut, um vielleicht jetzt noch ein Tequila herzustellen, denn... Ich werde leider hier die Distille noch nicht mit einem der Öfen verbinden können, denn die Verbindung, die gibt direkt mal drei Fässer. Aber ja, ich glaube, dafür die Ressourcen nehmen wir, nehmen wir erstmal ein Fass. Okay. Ja, das waren die Zäune. Dann habe ich noch eine Bauaktion. Und ja, da würde sich, glaube ich, jetzt schon. Mal die Destille anbieten, einfach um auch den höherwertigen Tequila herstellen zu können. Das ist, glaube ich, ganz sinnig. Ja, das werde ich machen und ich glaube, den setze ich hier hin. Da passt er doch ganz wunderbar hin. Dann kriege ich nämlich gleich noch ein Wasser dazu. Also eine Destille, die kostet mich eine Agave und ein Wasser. Und dann setze ich die mal hier hin. So, ein, so eine kleine T-Form. Und da bekomme ich ein Wasser für. Und da male ich hier natürlich auch das, das symbol rein. Sie müssen aus wie so ein Glaskolben. <laughs> ähm, ja, dafür bekomme ich erstmal nichts, weil das müsste ich halt erst mit einem... Äh, Ofen verbinden, aber hier die Möglichkeit, schon den etwas höherwertigen Tickier herzustellen. Das ist doch schon mal eine nette Sache. Und dann gehe ich rüber zu meinen freien Aktionen. Ich kann natürlich auch hier die aus der zweiten Runde noch weiter verwenden oder die halt aufheben für einen Punkt. Aber jetzt, wo ich gerade eine Ergabe frei habe, nehme ich mal eine von den freien Aktionen und streiche das Feld hier durch und dann gehe ich hier oben hin, weil einen Ofen habe ich. Wunderbar. Und dann würde ich sagen, stelle ich mal noch einen etwas höherwertigen Tequila her. Und damit ist die Runde auch schon wieder vorbei. Ich bekomme wieder eine Agave. Und ein Wasser. Und da ist jetzt auch wieder ein Geld als Bonus dabei. Das streiche ich mir natürlich auch an. Okay, ab in die vierte Runde. Es wird gewürfelt. Vier und fünf. Diesmal wird wohl wieder viel gebaut. Eine Agabe als Bonus und auch dafür gleich wieder ein Geld. Das ist dann schon mal zwei Punkte wert. Mhm. Gut. Kann ich mit vier Zäunen irgendwas erreichen? Ich glaube nicht. Ich habe aber doch einiges an Ressourcen jetzt doch mal frei. Dann würde ich doch sagen, nehmen wir als dritten virtuellen Würfel auch wieder die Bauaktion. Dann bekomme ich nämlich gleich noch eine Bonusressource. Und da nehme ich mal einen Esel. Und dann werde ich jetzt nämlich als erstes mal ähm, ein paar... Straßen bauen würde ich sagen. Für zwei Ressourcen, dann nehme ich mal, nehme ich zwei Wasser, davon habe ich gerade viel übrig. So, die Straßen, die kann man hier nämlich auch auf diesen Wasserfeldern bauen. Und die sorgen dafür, dass man Gebäude miteinander verbindet. So, jetzt habe ich zum einen hier dieses Gebiet abgeschlossen. Im Mehrpersonenspiel, wenn ich jetzt der Erste gewesen wäre, der das hier komplett bemalt hätte ich 12 Punkte mir gesichert. Jetzt hier im Solospiel bekomme ich die 12 Punkte auch, aber ich hatte da jetzt keine Konkurrenz. Aber nichtsdestotrotz möchte ich das natürlich voll machen. Und ich habe jetzt diese Distille mit dem Ofen verbunden. Und wenn ich das das erste Mal mache, bekomme ich hier schon mal drei Fässer als Bonus. Und das ist doch eine schöne Sache. Die Distille hier jetzt noch mit einem weiteren Ofen zu verbinden, würde nichts bringen. Ich kann aber durchaus mehrere... Ähm, mehrere Distillen an einen und denselben Ofen anschließen. Also, das würde durchaus funktionieren, aber ja, einer ist jetzt, glaube ich, erstmal ganz gut und ähm, hier den verbunden zu haben durch die Fässer. Und dann würde ich doch sagen, brauchen wir doch jetzt auch mal hier etwas mit Fässern, denn dadurch kann ich dann wieder die nächst höherwertige Stufe von Tequila herstellen. Und ich kann da jede Runde eine Agave in ein Fass verwandeln, was natürlich auch interessant sein kann. Und ja, da würde ich doch sagen, das wäre doch hier unten ganz wunderbar, denn die, genau, die Fasshersteller oder der Fasshersteller oder das Fassgebäude, das möchte auf jeden Fall oder muss auf jeden Fall mit einer Distille verbunden sein, damit es funktioniert. Und ja, dann würde ich doch sagen, nehmen wir das. Das kostet eine Agave und einen Esel. Und das bauen wir hier unten hin. Da kommt einfach nur ein Kreis als Symbol rein. Dann haben wir auch das schon mal gebaut. Ich mache hier mal so kleine Häkchen dazu, damit wir auch gut sehen, dass ich das alles schon gebaut habe. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist ein Laden. Und den könnte ich jetzt eigentlich auch schon bauen. Der würde mir dann nämlich auch noch... Ah, der gibt mir nur zwei Geld direkt, wenn ich ihn mit einem Fass verbinde. Das wird hier schwierig, aber da hinten geht das vielleicht noch. Okay. Ähm, kann ich sonst noch hier irgendwelche schönen Synergien gerade herstellen? Ich glaube nicht. Dann würde ich doch sagen... Ja, könnte ich noch einen... Ja, ich könnte den Laden, glaube ich, trotzdem schon mal bauen. Weil mit dem kann ich trotzdem schon mal jede Runde eine Ressource in ein Geld umwandeln. Und das ist sehr lukrativ. Ja, komm, das machen wir. Ich gebe noch eine Agave und einen Arbeiter aus und werde hier oben einen... Laden bauen. So, das ist das, dafür bekomme ich ein Wasser als Bonus und der Laden der hat so ein Fähnchen als Symbol. Dann habe ich schon mal alle vier Gebäudetypen gebaut, das ist doch schon mal praktisch. Denn dann kann ich jetzt alle vier Sorten Tequila herstellen und tatsächlich für die ersten vier Sets gibt es auch noch mal extra Punkte und Geld, also das kann sich auch auf jeden Fall noch mal lohnen. So, jetzt meine freien Aktionen. Da kann ich doch jetzt mal schauen. Ähm, ja, hier gleich so einen hochwertigen Tequila herzustellen wäre natürlich nett. Der kostet halt noch eine Agave. Äh, die Agaven bräuchte, wäre aber auch hier schön, die zu haben, um das hier noch zu bekommen. Ähm, deswegen werde ich ja, ich werde die einfach für eine meiner freien Aktionen, will ich so einen herstellen. Der kostet Wasser und ein Fass und eine freie Aktion natürlich. Und dann nehme ich noch dieses Marktfeld. Das kostet nochmal eine Agave und ein Wasser. Und auch hier wäre es normalerweise so, wäre als erstes hier in Spalte 4 oder Spalte 6 oder Spalte 8. Ein Marktfeld markiert, bekommt dann hier noch diesen Bonus. Hier habe ich keine Konkurrenz, hier bekomme ich das einfach, wenn ich das erreiche. Ein Geld, das gibt gleich nochmal eine Ressource. Und ich glaube, am engsten ist es bei mir, abgesehen von den Eseln, die ich eigentlich nur zum Bauen brauche, glaube ich, bei der Agave. Und deswegen nehme ich da noch eine Agave für. Okay, das war die zweite freie Aktion. Und dann mache ich weiter. Runde 5. Eine 5 und eine 2. Auch das ist nett. Das sind zwei Agaven gratis. Die nehme ich doch. Und ich werde hier als zweite. Halt. Ich habe ganz vergessen, noch mal ein Einkommen zu nehmen. Ich bekomme ja noch eine Agave und ein Wasser. So, ich darf dann noch eine Agave in ein Fass umwandeln. Durch. Das Fass hier und durch den Laden kann ich eine beliebige Ressource, ähm, dann nehme ich Wasser in Geld umwandeln. Ja, das ist auch nett. Ein bisschen Wasser braucht man ja auch in so einem Shop. <laughs> okay, jetzt aber zurück zu den Aktionen. Da ich einen Zaunwürfel habe, nehme ich mir virtuell noch einen weiteren dazu. Dann bekomme ich insgesamt sechs Zäune. Und damit kann ich mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, kann ich doch hier ein nettes Gebiet einzäunen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Das gibt zwei Agaven. Ein Wasser und ein Geld. Wieder, mal wieder ein paar mehr Punkte dort. Und dann habe ich noch eine Bauaktion. Und damit... Mhm. Würde ich doch sagen, baue ich hier noch so ein Fass? Ja, das werde ich machen, denn dann habe ich hier so ein Fass mit dem Shop verbunden, das mir, was mir zwei Geld gibt. Ich kann zwar von diesem zweiten Fass dann hier die Produktionsfähigkeit nicht nutzen, weil ich es erst mit, einem, äh, mit einer Destille verbinden muss, aber das kann ich ja auch später noch machen. Das ist, glaube ich, trotzdem erstmal ganz sinnig, das hier zu machen. So, das kostet eine Agave und einen Esel. Und durch die Verbindung hier von Shop und Fass gibt es zwei Münzen, was gleich wieder ein paar Punkte bringt. Okay, soweit meine regulären Aktionen, die Würfelaktionen und dann jetzt noch die freien Aktionen. Da gibt es jetzt ab Runde 5 gibt es da drei Stück von und da werde ich doch mal schauen, was ich da nutzen kann und ich würde sagen, wir fangen mal damit an, hier einen der hochwertigen Tikias herzustellen, eine Agave, ein Wasser und ein Fass und damit habe ich nämlich hier das erste Set hergestellt, was mir gleich noch mal eine Münze gibt und die Münze gibt mir eine Ressource. Und dann nehme ich doch einen Esel, weil da werde ich vielleicht noch was von brauchen hier. Okay. So, das war die erste freie Aktion. Als zweite freie Aktion könnte ich mal hier lang gehen. Ja, das werde ich machen. Und gebe hier mal zwei Agaven aus. Und dann schauen wir doch mal... Auf welche Whisky-Sorte möchte äh, Whisky? Ich komme schon wieder auf den Whisky. Auf welche Tequila-Sorte möchte ich mich hier stürzen, um hier auch ein bisschen den Bonus zu bekommen? Also hier oben gibt es weniger Punkte für die einzelnen Tequila-Flaschen, aber es gibt einen größeren Bonus, wenn man hier tatsächlich ähm, die 6 erreicht, was man hier im Solo-Spiel machen muss. Ähm, hier gibt es halt nur 5 als Bonus. Dafür gibt es viel mehr Punkte, wenn man es auch tatsächlich erreicht. Und ja, ich würde doch sagen. Ja, nehmen wir doch ruhig nochmal einen hochwertigen Whisky. Denn ein bisschen Agave bekomme ich gleich zurück. Oder, ach komm, ich mache hier so ein Mittelding. Ich nehme mal hier den. Der kostet ein Wasser und ein Fass. Okay. Das war die freie Aktion. Gut, dann nächste Runde. Runde 6. Also. Es geht jetzt schon mit großen Schritten zurück. Achso, was ich natürlich die ganze Zeit vergessen habe, ich darf tatsächlich als Startspieler, der ich im Solospiel immer bin, die Würfel neu würfeln einmal. Entweder beide, oder ich darf aber auch nur einen einzelnen Würfel neu werfen. Und ich glaube, in diesem Falle würfel ich beides neu, weil äh, die Einzelnen bringen mir keine Ressourcen. Insofern machen wir beides neu. Eins und vier, ja schade, Bonusressourcen gibt es keine. Aber ich bekomme wenigstens beide Aktionen. Und da werde ich, glaube ich, wieder extra einzäunen, um da ein paar Ressourcen wieder zu bekommen. So, für zwei Würfel kann ich sechs Zäune setzen. 1, 2, 3, 4, 5. Das wären die drei Sachen. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da kann ich nichts ab, ähm, abgrenzen. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, das wäre doch schön für 5 oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, ach ja, guck, das ist doch perfekt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehr gut. Das sind, ah, und ich habe wieder meine Produktion vergessen, also ich nehme mir aber trotzdem jetzt erstmal schnell diese Agaven hier, das ist eine Münze, ein Esel, ein Wasser und und noch eine Münze selbst. So, und jetzt hole ich noch meine Produktion nach. Da muss ich wirklich dran denken, dass ich das immer am Ende der Runde mache. Also eine Agave, ein Wasser, eine Agave in ein Fass umwandeln, was wieder ein Geld gibt. Und ich darf eine beliebige Ressource, dann nehme ich doch mal wieder Wasser, in ein Geld umwandeln, was mir eine beliebige Ressource zurückgibt. Und da nehme ich doch noch mal einen Esel, damit ich hier bei dem Markt vorankomme. Okay, so, das war jetzt die nachholte Produktion. Eingezäunt habe ich eine Bauaktion, habe ich noch. So, und jetzt könnte ich hier eine Wegverbindung herstellen, um mehr Fässer produzieren zu können. Ich könnte aber auch mir einfach noch ein paar Punkte sichern, indem ich hier die letzten Felder noch fülle so was könnte sich denn noch anbieten oh, 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 oh. also natürlich noch mal eine destille zu bauen weil das gibt einfach drei fässer das ist natürlich sehr lukrativ wenn man die dann mit einem ofen verbindet das könnte ich noch machen aber ich fürchte erstmal tut das sehr wenig für mich deswegen werde ich tatsächlich einfach noch mal straßen bauen und dafür nehme ich eine Agave und einen Arbeiter und setze zum einen eine Straße hier hin, um einfach hier diese zehn Punkte mir zu sichern. Und ich setze eine Straße hier hin, denn ich denke mal den, die weitere Distille, die ich dann hiermit verbinden kann, die kann ich dann hier oben tatsächlich am besten platzieren. Ja? Hier sage ich nochmal nachgeguckt. Ich kann nicht mehr als eine Distille mit einem Ofen verbinden. Das heißt, da würde mir die Distille da nichts, also im Hinblick auf die drei Fässer nichts bringen. Deswegen ist das da nicht so sinnvoll. Dann lasse ich diese Straße mal hier sein. Und könnte stattdessen äh, hier noch einen Ofen bauen und dann ne halt das funktioniert nicht ich könnte hm. so ich könnte hier den Ofen hinsetzen und den dann hier mit einer Distille verbinden oder hier würde das ja auch passen. Da kann ich hier den Ofen hinbauen, hier die Distille. Okay. Ja, andersrum funktioniert es nicht. Ja, aber dann baue ich doch hier den Ofen für einen Esel und einen Arbeiter. Und dann nächste Runde baue ich darüber die Distille. Ja. Das machen wir so. Einmal hier den Ofen. Und. Genau, bringen tut mir das direkt noch nichts, weil ich müsste da tatsächlich erst eine Verbindung hier zu dem Feld herstellen. Also diese Straße habe ich dann hier natürlich nicht gebaut. Okay. Ja. Das zu den Würfelaktionen. Jetzt wieder drei freie Aktionen. So und eine gebe ich auf jeden Fall schon mal aus hier für... Dieses Marktfeld, das gibt mir auch wieder eine Münze, was mir eine Ressource gibt. Ich gebe natürlich hier noch die zwei Esel aus. Und ich würde sagen, den einen Esel hole ich mir hier als Bonusressource direkt zurück, was mir nämlich gleich wieder eine Münze gibt. Ja, das ist doch nicht schlecht. Und was haben wir dann noch? Ich habe schon zweimal Fässer gebaut. Das heißt, das hier habe ich erfüllt. Dann mache ich das doch als zweite freie Aktion. Wie viele Marktfelder habe ich denn jetzt bislang angekreuzt? 1 2 3 4 5 6 7 8. Sechs Stück muss ich noch ankreuzen, um hier auf diese extra Punkte zu kommen, oder? Waren das 14? Ah nee, 12. 12 muss ich ankreuzen, also noch 4. Ja, das sollten wir doch hinbekommen noch im Laufe des Spiels. Okay, aber eine Aktion werde ich jetzt noch ausgeben, um wieder ein tequila herzustellen. Ein Fass und ein Wasser kostet das, weil eine Charge hier mit sechs Stück sollte ich doch mal erreichen, um hier die Bonuspunkte zu bekommen. Und es gibt ja auch ganz gut Punkte hier an und für sich. Okay, ja, dann war es das auch schon wieder mit der Runde. Diesmal denke ich dran, meine Produktion. Ich bekomme eine Agave, ich bekomme ein Wasser. Ich darf eine Agave in ein Fass umwandeln. Und ich darf eine beliebige Ressource in Geld umwandeln. Und da würde ich doch sagen, nehme ich mal das Fass, weil da kriege ich gleich noch welche. Okay, also ein Fass in ein Geld und schon sind wir da wieder beim nächsten Punkteschritt. Gut. Ja, aber damit auch schon Runde 7, vorletzte Runde. 1 und 5 hätten wir die einswürflich neu und noch eine 5. okay aber zwei Agaven gratis dazu das sind zwei Bauaktionen und ja ich habe nicht mehr so fürchterlich viele Ressourcen gerade übrig um die hier rauszuhauen deswegen sollte ich vielleicht noch einen Zaun mir besorgen, weil ein bisschen was einzahlen kann ich mit vieren jetzt auf jeden Fall immer. 1, 2, 3, 4, da kann ich hier ein bisschen was machen oder da ein bisschen was machen. Aber ich habe auf jeden Fall zwei Bauaktionen. Die Agave kann ich, glaube ich, gut einsetzen, um ein paar Straßen zu bauen. Für die distille die ich hier noch hinsetzen möchte, brauche ich Agave und Wasser, das habe ich auch noch. Ja, das ist doch, glaube ich, ganz gut. Ah, da muss ich einmal kurz gucken. Ich glaube, das hier sind einfach vier eingezäunte Bereiche. Ja, genau. Da habe ich eins, zwei, drei, vier. Das habe ich erreicht. Also das könnte ich auch gleich freischalten. Dann gehe ich doch glaube ich hier lang, weil zwei Läden bekomme ich jetzt glaube ich nicht so schnell hin. <laughs> ja, ich glaube, dass das funktioniert. Eine dritte Bauaktion macht die irgendwie Sinn. Also, ich könnte natürlich noch einen weiteren Ofen bauen, um wieder eine Wasserproduktion zu bekommen. Das könnte interessant sein. Aber ich glaube, mit Straßen und einer Destille wird das schon reichen. Okay, dann nehme ich als dritten virtuellen Würfel lieber noch ein paar Zäune und die setze ich hier ein. Eins, zwei, drei und dann setzen wir einen Zaun noch nach hier. Ja, so ein Esel und ein Arbeiter gibt es da. Und dann zwei Bauaktionen, also als eine natürlich eine Destille hier drüben hin. Dann habe ich nämlich da auch schon die Bonuspunkte wieder mir gesichert. So, und natürlich auch noch eine Agave extra. Da der, die Distille hier direkt mit dem Ofen verbunden ist, bekomme ich direkt drei Fässer. Das ist doch sehr schön. Und ich werde noch einmal Straßen bauen. Dafür setze ich hier mal die Agaven ein, die ich habe. Und dann werde ich zum einen eine Straße hierhin bauen, denn dadurch stelle ich eine Verbindung zwischen dem Ofen und dem Agavenfeld her, was mir sofort ein Wasser beschert. Und die zweite Straße, die baue ich dann jetzt hierhin, um diesen Bereich hier zu füllen. Ja. Okay, ich glaube, das war es dann erstmal für die Würfelaktion drei freie aktionen habe ich also. ich fange mal hier auf dem markt an, weil da brauchen wir noch vier stück, um hier die bonuspunkte zu bekommen. also ich nehme einmal hier die beiden fässer und dann diesen bereich hier, weil vier eingezäunte bereiche habe ich. und dann gibt es hier nämlich unten auch wieder diesen bonus. zweimal geld. und das ist wieder eine bonusressource. und dann nehme ich natürlich hier den arbeiter, weil das gibt noch ein geld. so das waren schon Zwei von meinen drei freien Aktionen. Okay, für den letzten Schritt hier hinten muss ich sechs beliebige Ressourcen ausgeben. Ich gebe aber, glaube ich, erstmal noch eine freie Aktion aus, um hier noch ein bisschen Tiki zu produzieren, weil das ist ja die eigentliche Hauptaufgabe des Spiels. <laughs> Deswegen heißt es ja auch so. Ja. Aber das war auch schon die letzte freie Aktion. Ich könnte halt immer noch. Vier beliebige Ressourcen ausgeben, um eine weitere Freie Aktion zu machen. Aber das kann ich mir dadurch, dass ich hier keinen Zeitdruck habe, da ich keine Konkurrenz mit anderen Leuten habe, kann ich mir das schön für die letzte Runde aufheben. Und ich würde sagen, es ist jetzt auch schon Zeit für die letzte Runde. Ich produziere aber erstmal wieder eine Agave, ein Wasser, das gibt Geld, das ist auch Punkte wert. So, dann einmal Agave in Fass und eine beliebige Ressource. Was nehme ich da? Bleiben wir, glaube ich, mal bei der Agave. Und bekomme dafür ein Geld. Okay. Das war, glaube ich, alles, was ich machen kann. Ja, das Teil ist hier noch nicht mit, dem, mit der Destille verbunden. Deswegen funktioniert das nicht. Nö, dann war es das für diese Runde. Und wir gehen in die letzte Runde. Eine 1 und eine 2. Das wäre noch mal viel zum einzäunen. Äh, ja, das ist okay. Und ich glaube, ich will es jetzt nicht vermasseln. <laughs> Deswegen behalte ich das mal so. Eine Agave gibt es extra. Und ich werde als Dritte Aktion werde ich aber bauen nehmen, um diese beiden Felder hier noch voll erfüllen äh, zu können. Dann habe ich hier schön viele Bonuspunkte gemacht. Auch wenn ich mit zwei zusätzlichen Zäunen würde ich da viel mehr einzäunen können. Schauen wir mal mit sechs haben wir: 1, 2, 3, 4, 5. Das ist gar nicht so viel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich das dann ein bisschen verschwendet letzte Runde. Ja, aber ich fürchte, das wäre trotzdem eine sehr sinnvolle Sache, wegen der Münze, die da drin ist, weil dafür bekomme ich gerade noch ganz viel. Ah, ne, ich glaube sechs Reichen und dann nehme ich noch eine Bauaktion. Okay, zäunen wir erstmal ein. Eins, zwei, drei, vier, fünf und sechs. Das gibt eine Agave für ein Geld, was sofort eine Ressource gibt. Was könnte sich hier anbieten? Da, 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 da. Ja, ich, hm. ja, so richtig dicht an den anderen Sachen sind wir gerade nirgends dran. Dann nehme ich doch sicherheitshalber einfach mal Wasser. Dann, ähm, das war die Agave, dann das Wasser selber und noch eine Münze. Das gibt noch mal eine beliebige Ressource. Und dann bleiben wir jetzt einfach mal beim Wasser. Ja, ich glaube, ich werde die meisten Ressourcen, die ich, jetzt noch, die ich da jetzt noch übrig habe, vor allem für die weiteren Aktionen ausgeben. Okay. Und dann halt noch zwei beliebige Ressourcen für einmal Straßen bauen auf diesen Feldern, damit wir hier diese beiden Bereiche noch für die Bonuspunkte gefüllt bekommen. Okay. Dann ab in die letzte Runde mit meinen freien Aktionen. Also, ich will hier natürlich möglichst jetzt noch die 6 voll machen, um die Bonuspunkte zu bekommen, deswegen mache ich das mal als erstes. Ich bekomme hier einmal für Wasser und Fass und weil ich hier natürlich hinkomme, auch diese Münze, was auch wieder Punkte wert ist, das ist schön und dann mache ich das gleich noch mal für meine zweite freie Aktion in dieser Runde und bekomme für ein Wasser und ein Fass noch einen weiteren Tekier dieser Sorte. Okay, jetzt bin ich am überlegen, es könnte sich natürlich lohnen, jetzt einfach noch mal ein Set herzustellen, weil ich habe noch zwei freie Aktionen auf jeden Fall und eine weitere kann ich mir noch herstellen mit den Ressourcen, die ich übrig habe. Die Frage ist aber, lohnen sich hier vielleicht noch Sachen, weil für sechs beliebige Ressourcen 14 Punkte ist natürlich auch nicht schlecht haben wir bei 4, 9, 28, Euro. das ist natürlich auch eine Menge. Ich glaube, oh, ich habe nur noch ein Fass übrig. <laughs> Na gut, äh, der Traum hat sich mal direkt zerschlagen, weil wir haben sowieso gar nicht mehr so viele Sachen übrig. Okay, dann würde ich doch sagen, stellen wir für eine freie Aktion noch mal einen Tiki her. So, der hier wäre vier Punkte wert. Das ist natürlich nicht so viel. Dann nehmen wir doch nochmal hier einmal den Premium-Tikia für ein Fass, ein Wasser und eine Agave. Und dann gehe ich den Rest auf den Markt verjubeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich muss eh noch zwei von denen füllen, damit ich hier den Bonus bekomme. Das ist doch ganz sinnig. Oh, und jetzt fällt mir gerade auf, ich habe einen ganz entscheidenden Fehler gemacht. Für jeden Marktstand, den ich fülle, bekomme ich immer direkt eine beliebige Ressource. Ups. <laughs> okay. Äh, ja, das ist jetzt natürlich etwas doof gelaufen. Aber solche Fehler passieren leider bei solchen Videoaufnahmen. Äh, ja, dann kann ich jetzt noch ähm, zehn Ressourcen mir nachträglich nehmen. Da würde ich doch sagen, holen wir uns auf jeden Fall mal fünf Fässer. Das gibt nämlich noch eine beliebige Ressource. Ähm, und dann nehme ich mir noch ein Wasser dafür und dann habe ich noch fünf Ressourcen übrig. Ah, ja, ähm, hätte ich mal besser aufgepasst. Dann nehmen wir doch einfach noch ein bisschen Agave dafür. Okay. Ja, das äh, Dover-Fehler, der hätte mir nicht passieren dürfen. Und wer das Spiel kennt, der wird das wahrscheinlich schon bemerkt haben, bevor ich diesen Fehler gemacht habe. Okay, so das war aber auch hier schon. Nee, das war erst meine dritte freie Aktion diese Runde. Ja, also es ist auf jeden Fall sinnvoll, hier die letzte nochmal auszugeben, um das hier zu machen. Dann kann ich nämlich eins, zwei, drei, ähm, vier. 5 und was machen wir noch? Ähm ja, sechs Ressourcen ausgeben, um das hier zu erfüllen. Und ein Feld brauche ich noch jetzt für die Bonuspunkte. Und dann nehme ich doch hier ja Fässer haben wir genug, nehme ich das hier. Und das waren jetzt natürlich nochmal zwei, für die ich jetzt nochmal Ressourcen bekomme. Und dann nehme ich jetzt natürlich Agaven, weil das gibt nochmal ein Geld. Ich bekomme es aber wahrscheinlich nicht mehr, nicht noch hier hinzukommen. Nee, das werde ich nicht mehr schaffen. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Aber ich habe jetzt noch Ressourcen übrig. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, das reicht auf jeden Fall für zwei weitere von denen. Und dann lohnt es sich jetzt wahrscheinlich. Am ehesten hier diese beiden Tickets noch herzustellen, um hier den Bonus zu bekommen. Oder aber zweimal hier den hochwertigen Ticket herzustellen. Ah ne, dafür reicht es ressourcentechnisch nicht ganz. Oh. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe ja hier noch zwei Agaven gar nicht abgestrichen, bevor ich die hier angefangen habe. Okay, dann habe ich noch zwei mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Ressourcen habe ich übrig. Ja, ich glaube, dann ist es wertvoller, hier noch zwei herzustellen. Ja, das wird wertvoller sein. Okay, also, ich brauche zwei Agaven. Zwei Wasser und zwei Fässer und dann brauche ich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um die beiden extra Aktionen herzustellen. Ja, okay, das funktioniert. Also zwei Agaven, zwei Wasser und zwei Fässer für die Ressourcen, die ich hier brauche und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, um mir nochmal zwei freie Aktionen herzustellen und dann hier damit diese beiden Kiers herzustellen. Auch diese Bonuspunkte bekomme ich dafür nochmal und hier bekomme ich noch ein Geld, so dass ich hier nochmal eine beliebige Ressource bekommen würde. Ja, leider reicht es nicht, um nochmal ein Geld zu bekommen irgendwo. Aber dann nehme ich doch einfach eine Agave, weil das ist halt der wichtigste Rohstoff. Okay. Und das nächste, was ich vergessen habe. <laughs> Ja, das ist jetzt schon, das ist jetzt schon fast peinlich, muss ich sagen. Jedes Mal, wenn ich hier so einen Bereich komplett fülle, bekomme ich eine Münze. Ah, okay, gut, aber das ist jetzt relativ einfach herzustellen. Das sind äh, fünf Stück insgesamt. Eins, zwei, drei, vier, fünf Stück. Das gab noch mal ordentlich Punkte und damit komme ich dann jetzt aber tatsächlich auch zum Ende der Partie. Jetzt rechne ich noch zusammen, wie viele Punkte mache ich. Tut mir ganz tolle Leid, dass ich diese beiden doch recht entscheidenden Sachen hier vergessen habe. Aber ja, so ist das leider bei so einer Aufnahme manchmal. Die erste Partie von dem Spiel ist bei mir schon wieder ein bisschen her. Aber rechnen wir doch mal zusammen. Also hier in dem Bereich bekomme ich keine Punkte, weil ich habe keine freien Aktionen übrig gelassen. Hier im Baubereich komme ich auf 12.

24, 33, 41, 50, 64 Punkte. Und da ich zwölf Stück insgesamt markiert habe, bekomme ich nochmal die 14 Punkte extra. Ähm, ah, missrufe, wo war ich jetzt gerade? <laughs> ja, also ich gucke aber kurz nochmal nach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ja.

Für die Marktstände. Dann beim Tekia bekomme ich für den ganz einfachen nur 5 Punkte, weil da habe ich nur einen. Für den nächst einfach besseren sind es 6 Punkte für den einen. So, dann hier bekomme ich insgesamt 38 plus 9 sind 47 Punkte und den Bonus, weil ich hier 6 Stück erreicht habe, also 54 Punkte. Und vor allem Premium Tekia. Bekomme ich 45 Punkte. Auch nicht schlecht. Und hier bei den Sets habe ich immer ein 1 für 5 Punkte. Das sind insgesamt 60, 65, 70, 110, 115. Und dann können wir die oben jetzt zusammentragen für das Gesamtergebnis. Und dann schauen wir mal, wie wir abgeschnitten haben mit insgesamt 100, 104, 174, 182, 282, 297 Punkten. Und da gibt es hier im Regelheft ganz hinten dann die Abrechnung und mit 297 war ich schon ziemlich gut dabei. Der H. Ticayero und das ist schon die zweitbeste Wertung. Das war doch gar nicht so verkehrt, auch wenn ich äh, ja ganz viel während des Spiels verpasst habe. Aber das kann man hier tatsächlich im Solospiel gut nachholen, weil man halt diese ähm, Timing-Sachen nicht hat, weil man hier keine Konkurrenz hat um die Bonuspunkte oder auch hier keine Konkurrenz hat um die Bonuspunkte. Ja, aber ähm, trotzdem. Tut mir nochmal ganz so leid, dass ich das hier während des Spiels so arg vergessen habe. Und das macht es natürlich auch sehr viel einfacher, viele Sachen hier zu machen. Deswegen da werde ich beim nächsten Mal auf jeden Fall dran denken. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Spiel gefallen ähm, und es war für euch auch interessant, hier ein bisschen zuzuschauen. Es ist kein actiongeladenes Spiel und ich glaube tatsächlich im Mehrpersonenspiel ist es auch ein bisschen interessanter, einfach weil man hier so um diese verschiedenen Boni konkurriert, die es hier so gibt. Ähm, und da ist ein bisschen mehr Spannung dabei. Das fehlt hier im Solospiel natürlich schon ein wenig. Ich möchte das Spiel auf jeden Fall noch ein paar Mal auch im Multiplayer spielen, weil, wie gesagt, ich finde es von der Gestaltung her sehr, sehr schön. Ich finde es ein. Äh, nicht abwechslungsreiches Run and Write, was trotzdem nicht zu lange dauert, auch wenn das Video jetzt gar nicht so kurz geworden ist. Und ich möchte unbedingt hier die asymmetrischen Seiten hier von diesen Boards ausprobieren, weil dann gibt es ein bisschen unterschiedliche Boni bei den Gebäuden oder auch bei den Aktionen oder manche Sachen sind auch einfach ein bisschen stärker ähm, als in der Standardversion oder auch bei anderen Leuten. Da sieht ihr hier noch mal so ein bisschen. Ähm, da gibt es hier zum Beispiel einen, der viel mehr einzäunen kann oder einer, der mehr bauen kann. Ja, aber wie gesagt, die Gebäude sind ein bisschen anders. Also, ich glaube, da steckt viel drin in dem Spiel. Und deswegen, wie gesagt, hoffe ich auch, dass das eine deutsche Auflage bekommt. Weil, ja, ich glaube, aktuell dürfte es ziemlich schwierig sein, hier tatsächlich an das Spiel ranzukommen. Aber. Ja, ich, wie gesagt, ich hoffe trotzdem, das Video hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen hoch da, das würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch irgendwie eine Frage hierzu habt oder mir nochmal sagen wollt, wie doof ich bin, dass ich diese Sachen hier vergesse, dann schreibt das gerne unten in die Kommentare. Bis zum nächsten Video oder bis man sich irgendwo anders mal sieht, folgt mir doch gerne auch mal bei Facebook, Instagram, X oder Bluesky. Da poste ich dann auch regelmäßig dann nochmal Bilder zu anderen Brettspielen oder zu Sammelleidenschaftssachen, die ich so verfolge. Und ähm, ja, bis wir uns dann äh, dort oder im nächsten Video wiedersehen, sage ich dann bis bald und ciao.